Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Astroneer. Ihr habt mir einen guten Tipp gegeben und zwar habt ihr mir gesagt, wofür ich Kohle benutzen kann. Also außer um Sachen davon zu kaufen, die total überteuert sind, die niemand braucht. Nein, die Kohle hier im Spiel meine ich natürlich. Die Kohle hier im Spiel kann ich benutzen, um sie in einem Generator, den ich bauen kann im... Wo ist er denn jetzt? Im 3D-Drucker, hier unten... um den damit zu befeuern mit Energie. Und jetzt schauen wir mal, den habe ich angeblich schon freigeschaltet. Hier ist er. Braucht man Kupfer für. Kupfer gibt es ja hier wie Sand am Meer auf dem Planeten. Oh, was ist denn hier los? Guckt mal hier, der will sich selbstständig machen hier, der kleine Rover. So geht das aber nicht. Kupfer hatten wir doch ganz viel, oder nicht? Guckt mal hier haben wir doch... Genau, Kupfer. Das packt man schon mal einmal hier hin. So, jetzt brauchen wir noch mehr Kupfer. Oder habe ich noch was irgendwo? Was ist denn das hier? Aluminium. Habe ich noch Kupfer? Oder war das das Problem? Ich glaube, das war das Problem in der letzten Folge, genau. Dass ich Kupfer brauche. Au! Alter! Was war das denn? Die Schweinepflanze. Die greift mich doch an. Ich bin doch dein Vater. Der Sohn tötet den Vater. Das gibt's ja gar nicht. Oder versucht ihn zu töten. Ich bin dein Vater. Du blöde Pflanze, du Undankbare. Piekst die mich einfach. Vor allem so aus dem Nichts. Einfach so. Das kleine miese Stück. Das kleine Schweinchen. Malachit. Haha. Malachit. Kupfer. Gib mir Kupfer. Gib mir mehr Kupfer. Ganz viel mehr Kupfer. Noch mehr? Noch mehr? Nö, das war's, ne? Weg. Wir haben zwei Einheiten jetzt gekriegt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Zwei Einheiten haben wir. Da lässt sich auf jeden Fall schon mal was mitmachen. Ey, ich glaube, ich werde diese miese kleine Pflanze abbauen. Aber ich glaube, die ist eigentlich, wenn wir jetzt mal annehmen, dass Astroneer einen PvP-Part bekommen würde, dann könnte man die natürlich schön als Verteidigung um die Base rundum aufstellen. Die würden dann jeden pieksen, der es wagen sollte, in die Base zu laufen. Insofern ist das eigentlich natürlich gar nicht so sinnlos, dass man die Dinger pflanzen kann. Moment, gib mir mal, genau. Das und das. Einmal zu mir. Und zu mir. Okay, ja gut, das eine Kupferding, das kann da erstmal dranbleiben. So, und dann brauchen wir jetzt hier, genau. Und dann machen wir mal den Generator. Dann kriegt meine Base nämlich auch mehr Energie, wenn wir den benutzen. Wow, wow, wow. Ah ja, was? Kohle? Moment. Kohle, Ressource, genau. Ah ja, okay, jetzt brauche ich Kohle. Und dann kann ich damit Energie erzeugen, glaube ich. Und da die Energiereserven da gerade schon wieder ein bisschen leer sind, da hinten die Batterie, die ist leer, machen wir doch jetzt einfach mal... Kohle, aus Kohleenergie. Jetzt bin ich gespannt. Läuft das schon? Ich glaube, das läuft schon. Guckt mal. Wo muss ich das noch drücken? Nee, das läuft schon. Aber die Kohle wird irgendwie nicht weniger. Guck, ah doch. Wenn wir mal genau hingucken. Sehen wir, die Kohle löst sich langsam auf. Sie wird langsam weniger. Sie wird aufgebraucht, auf jeden Fall. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Das ist doch cool. Dann haben wir auch endlich mal einen Nutzen für die Kohle. Aber wo hatte ich jetzt nochmal Kohle immer hergekriegt? Vom Erforschen, ne? Ich habe diese Penübel erforscht und dann ist da Kohle rausgekommen manchmal. Also, was heißt manchmal? Sehr häufig ist da eigentlich Kohle rausgekommen. Wir können ja nochmal ein bisschen die Augen offen halten nach anderen Forschungsknubbeln. Zum Beispiel bei diesen Pflanzen hier. Gucken. Haha! Da haben wir einen schon mal und dann müsste ja hier noch einer. Genau. So, das müssen wir noch ein bisschen rundum frei machen. Und dann nehmen wir die einfach mal mit. Ich weiß, ich habe einen Rover, in den ich die theoretisch reinladen könnte, aber ich mache es jetzt einfach so, das geht schneller. Wir nutzen jetzt einfach mal die Macht der Physik. Physik! Wir lassen sie schweben, weil das physikalisch absolut korrekt ist, dass man diese riesigen, grünen, behaarten Bälle einfach schweben lässt. Mit der Macht. Die Macht. Benutze die Macht. Forschen.
Einmal bitte forschen. Flansch. So, mal gucken, was rauskommt. Ah ja, was haben wir da? Aluminium. Auch nicht schlecht. Huch, nicht wegwerfen. Nein. Aluminium ist doch wertvoll. Das können wir nicht einfach wegwerfen. Gottes Willen. Packen wir es mal hier. Alter. Ey, wie es manchmal echt nicht schnappen will, ey. Das ist übergeschnappt. Das ist alles übergeschnappt hier. So, wo war das andere jetzt hier? Gib mir die behaarte Kugel. Den haarigen Ball. Hier. Flup. Und forschen. Ich wette mit euch, ich kriege jetzt eh nur noch Ressourcen. Ich glaube, ich kann jetzt gar nichts mehr Sinnvolles erforschen. Titan. Okay, Titan ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich brauche eigentlich dringend einen Handelsposten hier. Ich brauche hier eigentlich dringend mal Harz. Das ist mal eine Sache, die ich dringend brauche hier an der Stelle. Das wäre mal nice. Ist jetzt die Kohle eigentlich schon aufgebraucht? Oh, die ist schon verbraucht. Guckt mal. Aber die Frage ist jetzt eigentlich auch... Ich hatte doch noch mal Kohle gehabt hier irgendwo. Wo waren die? Hier ist... Ah ja, hier ist zum Beispiel auch noch... Das kann ich nicht abnehmen. Hatte ich nicht zweimal Kohle von so einem Forschungsknubbel bekommen? Einmal? Ich meine, ich hatte zweimal bekommen. Wo habe ich... Was habe ich denn mit der anderen Kohle gemacht? Egal. Ich fliege jetzt einfach mal zurück. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen Treibstoff. Dann fliege ich zurück, hole nochmal Harz. Dann bauen wir da den Handelsposten. Dann können wir auch mal ein paar Sachen verkaufen, die wir nicht dringend brauchen. Dann ist das hier alles ein bisschen übersichtlicher, sag ich mal. So, und der Grund, warum mein Windrad nicht funktioniert, soll angeblich der sein... Ah, hier ist noch die Kohle, okay. Der Grund, warum mein Windrad nicht funktioniert, soll der sein, dass das nur in bestimmten Regionen auf dem Planeten wohl funktioniert, weil die Biome unterschiedlich hohe Windstärken haben. Das finde ich nur insofern jetzt unlogisch, weil hier sieht man ja ganz klar, dass hier Wind weht. Ich meine, hier wird Staub aufgewirbelt. Der wird ja nicht von meiner Gedankenkraft aufgewirbelt oder so, sondern der wird ja aufgewirbelt von physikalischen Vorgängen, die mit Luftbewegungen zu tun haben. Ja, und deswegen gehe ich mal schwer von aus, ja, könnte man das hier auch als Wind bezeichnen, was man hier auch rauschen hört und so, ne? Würde in der Wüste ja auch eigentlich Sinn ergeben, sage ich mal. Aber irgendwie ist es trotzdem kein Wind, weil der Wind bläst nicht am Windrad. Das ist, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Das finde ich schon ein bisschen traurig. Aber naja, vielleicht wird das ja nochmal überarbeitet, das System. Oh, da kommt ein Sturm. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Tschüss, Sturm. Tschüss. Tschüss. Man kann mal gucken, ob man den auch aus dem Weltraum sieht eigentlich. Nee, aus dem Weltraum sieht man ihn nicht. Okay, das ist wie der Alan auch schon gesagt hat, dass wenn man den Weltraum erreicht mit dem Schiff, dass das eine komplett andere Instanz bzw. ein anderes Level, quasi eine andere Welt ist. Und die Planetenwelt ist nochmal extra. Also das heißt, es ist nicht nahtlos. Es ist schon... Wenn man im Weltraum hier unterwegs ist, ist das hier von dem Planeten nur eine stark vereinfachte Darstellung. So, dann bewegen wir uns mal wieder zurück zu unserem Heimatplaneten. Und da kommt er auch schon. Ist das nicht wieder geil? Ich habe das wieder so geil abgepasst hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist schon voll in Fleisch und Blut übergegangen, wenn ich hier starten und landen muss. Ja, da gibt es wirklich schon so einen Rhythmus, den ich immer mitnehme. Das ist der Rhythmus, wo ich mit muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist der Mond. Da war ich noch nicht. Das ist der einzige Himmelskörper, wo ich noch nicht war. Kann das sein? Mir wurde auch gesagt, ich soll mal siedeln bei einem Planeten, der möglichst weit außerhalb der Sonne liegt. Könnte man auch mal machen, ne? Warum sieht man eigentlich, mal eine interessante Frage, warum sieht man eigentlich nur hier Wolken? Da so. Und auf der Rückseite des Planeten nicht. Würde mich mal interessieren. Also ich habe gerade ja nur hier Wolken gesehen, wo ich jetzt hier gerade meine Base habe. Oder muss ich einmal rumfliegen, damit alle Wolken geladen werden? Ist übrigens auch interessant, ich habe bisher noch auf keinem anderen Planeten so richtig Wolken gesehen aus dem Weltraum. Deswegen ist der wahrscheinlich auch erdähnlich, wegen den Wolken. So, wir müssen uns mal jetzt unbedingt kümmern um große Mengen an Harz. Also nicht Quarz, sondern Harz. Deswegen, ich nehme jetzt mal hier meinen Rover. Mein Rover. Und dann suchen wir mal Harz. Halt, Moment, vielleicht sollte ich vorher noch das ablegen, was ich im Rucksack habe, damit ich auch Platz für das Harz habe. Ja, das hier packen wir mal weg.
Das packen wir mal auch weg, das Gemisch. Wo ist denn jetzt das Titan hin? Ach so, alles klar. Kein Problem. Ach, Hydrazin, genau. Das sollten wir vielleicht gleich mal einfüllen. Das sollten wir vielleicht einfach gleich mal... Genau. Schlupp. Schluppdiwupp. So, dann suchen wir mal Harz. Dann suchen wir mal eine harzige Quelle. Eine harzige Harzquelle. Oh, ist das eigentlich neu? Dieses Licht am Rover? Guckt mal, das ist... Sieht irgendwie so anders aus. Ach, das liegt daran, dass die Winde da im Weg ist, oder? Deswegen sieht das so ein bisschen verändert aus. Schon ein bisschen anders jetzt. Ich glaube, das ist nur der Schatten von der Winde, der jetzt diesen Eindruck vermittelt, dass es anders wäre. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Zur nächsten Harzquelle. Ach, guck mal, da hinten, da sieht man das Symbol von meiner Basis, die ich im Orbit gebaut habe. Auf der Plattform. Ist auch schön. Hinter den Wolken da so. Jetzt sieht man es gerade nicht mehr so schön. Harz, Harz, wir brauchen Harz. Oh Gott, oh, nicht in die Höhle reinfahren. Nicht in die Höhle reinfahren und auch nicht in den Canyon reinfahren. In den Canyon da auch nicht. Am besten gar nicht in irgendeinen Canyon reinfahren. Es sei denn, da gibt's Harz. Dann kann man da durchaus mal reinfahren. Alter, ich muss jetzt schon für die Ressourcen voll weit fahren, ehrlich gesagt. Also für Harz, da ist Harz. So langsam wird's anstrengend, oder? So weit fahren, um mal ein bisschen ein paar Ressourcen abzugreifen. Das ist schon irgendwie, jetzt mittlerweile ist es... Naja. Ist nicht mehr so ein Spaziergang hier, dass man alles an jeder Ecke findet. So langsam treten Mangelerscheinungen auf. Ressourcenengpässe und sowas alles. Das war's schon. Mehr Harz ist hier nicht. Das waren zwei Blöcke knapp. Nein, nee, knapp drei Blöcke. Einer hängt ja, dengelt ja noch da hinten dran. Er muss doch noch mindestens ein Kristall sein, damit der letzte Stack noch voll wird. Schweinerei. Wie hier nix ist. Ich habe immer noch drei Slots Platz. Das müssen wir ändern. Wir brauchen ein Harz. Harz viel. Wir brauchen Harz viel. Harz viel. Oh Gott. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Das Harz. Oder? Nee, das ist Hydrazin schon wieder. Sag mal, das ist doch neu, dass das hier an der Oberfläche auftaucht. Das habe ich vorher nie gesehen an der Oberfläche. Oder es ist mir nie aufgefallen. Aber ich meine nicht, dass ich schon mal so längliche Kristalle hier an der Oberfläche gesehen habe. Das ist doch auch erst seit dem letzten Update so. Oder habt ihr das bei euch schon mal vor dem letzten Update gesehen? Das Hydrazin, ich weiß es nicht. Und by the way, Leute, die das jetzt in einem Jahr sehen sollten, diese Folge, die brauchen sich jetzt gar nicht wundern, das bezieht sich alles auf die Vergangenheit, was ich gerade frage und sage mit den Updates. Ja. Wow. Okay, das war blöd. Direkt vorm Baum gefahren. Muss man auch mal machen. Auffahrunfall. Was war das da hinten eigentlich? Ja, das war Sauerstoff, ne? Diese komische... Der komische Fropf, der da ist. Das ist Sauerstoff. Aber wo zur Hölle ist denn Harz jetzt nochmal? Wir brauchen noch eine Quelle. Vor allem, ich darf nicht so weit fahren. Jetzt habe ich dann wieder das Problem, dass ich den Weg nicht finde. Ah, da haben wir noch was. Wunderschön. Das wird jetzt gleich mal abgefarmt hier. Gib es mir. Gib mir das Harz. Den Harz, das Harz. Ich glaube, mir wurde schon gesagt, dass es das Harz sei, weil wenn es den Harz wäre, dann wäre es ja wieder die Person Harz. Und das wäre dann ja irgendwie nicht das, was ich eigentlich meine. So, jetzt muss ich erstmal... Ach, scheiße. Jetzt muss ich erstmal zurückfahren wieder oder zurückfinden. Fahren ist nicht das Problem, aber finden ist das Problem. Aber ich glaube, wenn ich mich hier straight durch diesen Berg bohren würde, würde ich... irgendwann ankommen. Ich meine, das könnte man natürlich auch mal machen, wenn man jetzt eh schon weitere Wege zurücklegen muss, dass man bestimmte Geländehindernisse,
dass man die einfach irgendwie durchtunnelt. Zum Beispiel so ein Berg, dass man einfach einen Tunnel durch so einen Berg gräbt. Wäre generell mal ein cooles Projekt eigentlich. Einfach mal so durchtunneln. Oh, da ist auch nochmal Harz, aber ganz wenig. Dass man mal einfach so einen Berg tunneln, um einfach straight durch so einen Berg durchfahren zu können. Oder dass wir einfach eine Rover-Strecke freilegen, die einfach einmal komplett um den Planeten rumgeht. Auf derselben Höhe halt. Oh scheiße, wartet mal, apropos selbe Höhe, hier muss ich aufpassen. Ja, dass man so eine Rennbahn quasi baut. Ich meine, das wäre auch mal witzig, wenn ich mal wieder mit dem Captain Yamato Multiplayer spielen sollte. Wenn wir beide dann ein Fahrzeug haben, so einen kleinen Rover am besten. Dass wir dann so ein Wettrennen um den Planeten rum machen. Das wäre doch mal geil. Aber da braucht man natürlich erstmal eine Bahn. Ich glaube, das baue ich mal, ohne Scheiß. Das wäre echt ein cooles Projekt eigentlich. Das wird nur schwierig, weil man muss ja die Krümmung des Planeten mit einberechnen. In seine Straßenplanung, in die Routenplanung quasi. Aber man könnte da bestimmt coole Strecken bauen, ohne Witz. Ich meine, man hat ja hier alle Möglichkeiten dazu. Man kann ja überall Erde aufschütten und alles Mögliche machen. Boah, ich glaube, das mache ich mal. Und wenn es nur um den halben Planeten rumgeht. Weil das meinte ich ja auch schon, wo ich meine Rampe gebaut habe. Das ist ja im Grunde ist es ja so eine Mario Kart Rainbow Strecke gewesen, die ich da gebaut habe. Ja. Oh! Ah! Die Winde! Winde über Bord! Winde ist weg. Da rollt die Winde ganz geschwinde weg vom Kinde. So, jetzt, wo kann ich die jetzt mal anflanschen? Ey, meine Sammlung hier an Sachen, die ich nicht anflanschen kann, wird immer größer. Hatte ich hier nicht schon... Ja, hier, genau, hier hatte ich doch dieses Cockpit auch. Ich stelle einfach die Winde, stelle einfach dazu, so. Okay, jetzt erstmal das Harz einlagern, oder... Ja, das Harz, genau, das Harz. Das Harz, nicht den Harz. So. Mir wurde auch noch was anderes gesagt. Und zwar soll ich angeblich ein großes Lager bauen können. Das will ich jetzt gerade mal ausprobieren. Kran. Lager, genau. Guckt mal. Und da kann ich nämlich sogar dann nochmal ein größeres Lager drauf bauen. Und da kann ich dann noch mehr unterbringen. Das heißt, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, in mein kleines Schiffchen hier ein Lager einzufügen. Ein großes. Erstmal, ich lagere erstmal den Harz. Nee, das Harz. Jetzt habe ich nicht mehr das Problem mit Harz und Quarz, jetzt habe ich das Problem mit den Artikeln. Den und das. Mann, 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 was ist denn hier nur los mit mir heute? Oder überhaupt? Allgemein. Und sowieso. Nein, ah doch, okay. Genau. Um dieses Lager zu bauen, brauche ich Gemisch. Gemisch muss ich mir natürlich erstmal wieder farmen. Und um mir Gemisch zu farmen, muss ich fahren. Zum Farmen muss ich fahren. Das mache ich jetzt auch mal. Flupp. Ich meine, bei der Ruckelei ist es natürlich ein bisschen schwierig, ein Rennen gegeneinander zu fahren. Ne? Aber ich hoffe natürlich, dass, wenn keine Hindernisse im Weg sind auf der Strecke, also wenn das wirklich eine komplett gerade Strecke ist, dass das dann nicht so ein großes Problem ist mit den Rucklern, weil dann nicht so viele Physikinteraktionen stattfinden beim Fahren. Weil hier interagiert er ja quasi mit jedem kleinen Steinchen, mit jedem kleinen Hubbel. Und wenn man eine ebene Strecke hat, hat er ja gar nicht so viel zum Interagieren jetzt. Also der Rover beim Fahren. Und dann, glaube ich, ist es auch möglich, mal so ein Kopf-an-Kopf-Rennen stattfinden zu lassen. Das ist echt eine geile Idee eigentlich. Es ist auf jeden Fall etwas, das ich im Hinterkopf behalten sollte. Das könnte man echt mal machen. Aber es wird natürlich ewig dauern, um diesen Planeten herum eine Rennstrecke zu bauen. Das ist, glaube ich, sinnvoller, wenn ich das auf dem Mond mache, auf dem kleinsten Himmelskörper. Ja, einfach weil der kleiner ist. Na? Dann sollte ich vielleicht einfach mal eine Mondbasis aufbauen. Das wäre ja auch mal eine coole Idee. Da bin ich ja eh noch nicht gewesen. Da sollte ich mir generell mal angucken, wie es da so zugeht. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte Gemisch sammeln, genau. War hier nicht Gemisch? Genau, guck mal, hier ist doch Gemisch da. Da hinten. Fahren wir doch da mal hin. Wow. Komm schon. Überwinde das Hindernis. So. Wir sind am Gemisch. Aussteigen. Und blubber, blubber, blubber.
Blubber, 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 blubber. Jawohl. Klamong, klamong. Ich brauche 4 Einheiten. Und hier sind natürlich mal wieder nicht mal 3 drin. Ja, das war's schon. Doch, da ist noch was. Reicht aber nicht. Scheiße. Okay. 3 Einheiten. Eine fehlt. Eine habe ich noch im Lager, das weiß ich. Eine habe ich noch in der Base zu liegen. Aber es wäre natürlich nice, wenn wir jetzt keine Reserven aufbrauchen, sondern wenn tatsächlich sogar noch was dazu käme. Deswegen wäre das jetzt vielleicht nicht schlecht, noch eine Einheit gemischt zu finden irgendwo. Also eine Quelle nochmal zum Ausräubern. Nur wo? Wo ist immer die Frage? Wo? Wo, wo, wo ist das Gemisch? Wo? Hier bin ich doch mal abgestürzt, kann das sein? Hier bin ich mal von meiner Rampe runtergefallen. Die man übrigens von unten nur in so kleinen Bruchstücken sieht. Man sieht sie da oben so ein bisschen schweben. In Teilen. Ich glaube, wenn ich da oben noch ein bisschen das verbreitern würde, sodass da richtig eine Plattform draus wird, dann könnte ich hier unten besser laufen. Dann könnte ich das von hier unten besser sehen. Boah, was erzähle ich denn heute wieder von Blödsinn? Da könnte ich hier unten besser laufen. Wie komme ich denn auf so einen Mist? Ohne Witz. Ich glaube, es ist Zeit, die Folge zu beenden. Bis zur nächsten Folge Astroneer. Bis dann, ciao, ciao.